Gentlemen. Alan, beeil dich, Mann. Die Girls sind gleich hier. Ich will Honka Honka Zombie Love. Entschuldigung, ich musste noch mein Kostüm fertig machen. Ham! Und was soll das sein zum Teufel? Kennst du nicht Pretty in Pink? Ah, stimmt, du bist Molly Ringwald. Nein, ich bin Ducky. Du weißt schon, der beste Freund, der den Hauptdarstellern die Show stiehlt, wie es heißt, der wahre Star in dem Film. Wer war das, Boy George? Hey, was hältst du von meinem Zombie-Elvis, Baby? Und don't be cruel. Sehr viel. Du siehst aus wie der Elvis-Darsteller auf meiner Hochzeit und meine Ex-Frau zusammen. Danke, vielen Dank. Was in Vegas verwest, bleibt in Vegas. Hat deine Freundin Stacy gesagt, welche Braut sie für mich mitbringt? Nein, nur, dass sie ziemlich süß sein soll und nach einer schweren Trennung hierher gezogen ist. Heiß, verletzt und einsam. Ducky hat eine Glückssträhne. Wenn Ducky eine Glückssträhne will, sagt er den Girls, dass er jemand verkörpert, an den man sich erinnert. Wie Ferris Bueller. Und wieder hast du gewonnen, Matthew Broderick. Weißt du, was mir an Halloween gefällt? Man hängt das Wort Schlampe an einen Beruf und schon hat man ein Kostüm. Sekretärinnen-Schlampe, Bar-Schlampe, Lehrerin-Schlampe. Hey, du kanntest nicht Mrs. Gubbedick, bei der ich Mathematik hatte. Ihr Bart war eine Wucht. Meine Brust! Echt? Was ist denn? Ich hab so ein enge Gefühl, ich kann nicht mehr atmen. Oh mein Gott, hier, hier, setz dich. Mach dir keine Sorgen, bestimmt ist es nichts, aber am besten rufe ich einen Rettungswagen, nur für den Fall. Ganz ruhig, das wird schon wieder. Hilfe, mein Freund stirbt! Ich kann mich nicht beruhigen, er hat einen Herzinfarkt. Oh, ich hab einen Herzinfarkt, oh Gott. Oh nein, nein, das habe ich nur so gesagt, weil sie schnell machen sollen. Das war gelogen, er geht dem Ende entgegen. Ich spüre meinen linken Arm nicht mehr. Oh, das wird schon wieder, sind sicher nur Blähungen. Versuch zu furzen! Süßes oder Saures? Oh, Ladies, ihr kommt gerade ungelegen, weil ich... ich kann ihre Nippel sehen, Officer. Alles, was Sie sehen, wird Ihnen um die Ohren gehauen werden. Ich bin Harry Potter, aber mit viel weniger Haaren. Das ist meine. Klappt nicht. Keine Panik, wir sind gleich im Krankenhaus. Nehmen Sie Medikamente, Sir? Nur ein Cholesterinsenker und Multivitamine für Frauen. Ich meine, das Zeug für Frauen nehme ich nur, weil viel mehr Eisen drin ist. Derselbe Preis, mehr Eisen, nur her damit. Hört er wieder? Wir tun, was wir können, Sir. Wie kann sowas nur passieren? Er ist noch so jung und er lebt doch so ungeheuer gesund. Naja, bis auf sein Dope. Naja, das Gras, das Ganja, der... Mexiko-Spinat. Alan, wenn ich das überlebe, bringe ich dich um. Du überlebst das, hör schon auf. Das wird er doch, oder? Der Patient ist männlich, 35, Blutdruck 160 zu 94 mit einem Puls von 108. Und sieht aus wie ein Zombie, Elvis, over. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist für Sie. Ist es nicht. Ich bin übrigens verkleidet als... Ferris Bueller? Hey, wenigstens habe ich mir mit meiner Verkleidung Mühe gegeben. Ich meine, Elvis als Zombie, wirklich originell. Nächstes Jahr bist du noch Vampir-Obama. Yes, wir saugen. Hören Sie, haben Sie was gegen Übelkeit? Ich muss gleich kotzen. Seinetwegen. Ich weiß, ich bin nur verrückt vor Sorge, weil du mein bester Freund bist. Und wenn dir was passieren würde, wüsste ich nicht, was ich tun soll. Immerhin habe ich schon einen Bruder verloren. Dich kann ich nicht auch noch verlieren. Und du bist mir mehr Bruder, als er es je war. Ich meine, Jake ist in der Army und ich bin ganz allein. Und wenn ich allein bin, überlebe ich es ja. Einatmen. Vielen Dank. Bilde ich mir das nur ein oder funkt es gerade zwischen uns? Gut, Sie haben es geschafft. Verzeihung, ich wollte Sie nicht von Ihrer Halloween-Party wegholen, nur habe ich gedacht... Ich war nicht auf einer Halloween-Party. Ich habe das nur angenommen, weil Sie wie eine Nonne... Also was ist passiert? Ich weiß nicht. Wir wollten gerade ausgehen. Er hatte Schmerzen in der Brust und ist mir kollabiert. Oh, na sowas.
wo er doch so jung ist und so fit. So anders als Sie. Hoffentlich wird er wieder. Ich hätte nie geglaubt, dass ich noch einen Chef kriege, der besser ist als Ihr Bruder. Aber Walden ist ein wundervoller Mensch. Er ist der Beste. Noch nie ist mir jemand mit einem so großen Herz, wie er es hat, begegnet. Ja, mit einem Herz aus Gold, die Arterien mit Plaque verstopft. Sie sind Walden ein guter Freund. Das ist ein Glück für ihn. Sie sind ein Glück für ihn, Schwester Bertha. Und hören Sie, wenn, was Gott verhüte, das Schlimmste passiert, sollten Sie wissen, dass Sie immer im Haus arbeiten können. Wir müssen zwar über eine Gehaltskürzung reden, aber... Wie kommen Sie darauf, dass er Ihnen das Haus hinterlässt? Ich bin sein bester Freund. Kein Mensch steht ihm so nah wie ich. Ich wasche seine Unterhosen. Aber ich trage seine Unterhosen. Alan Harper? Oh, das bin ich. Ich bin Dr. Prashni. Ihr Freund hatte einen leichten Herzinfarkt. Wir konnten die verstopfte Ader mit einem Stent erweitern. Ist das was Schlimmes? Das sind Herzinfarkte in der Regel. Aber er dürfte sich vollständig erholen. Oh, Gott sei Dank. Da fällt mir ein großer Stein vom Herzen. Gibt es irgendetwas, das wir zu Hause tun können? Ich will ja nur dafür sorgen, dass er jede Unterstützung kriegt. Eine Spezialdiät, ein Training, Medikamente. Ich könnte sein Essen vorkauen und ihn füttern wie ein Vögelchen, wenn es hilft. Und wie sollte ihm das helfen? Also eins hilft ihm nicht, dieser Ton. Können wir zu ihm? Später, er braucht noch Ruhe. Noch irgendwelche Fragen? Nein, wir sind nur froh, dass er wieder wird. Vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Ferris Bueller ist übrigens mein Lieblingsfilm. Hey, Bertha, wo wollen Sie hin? Wir dürfen doch da nicht rein. Ich bin eine Nonne in einem Krankenhaus. Ich darf machen, was ich will. Ich bin tot. Und ich bin in der Hölle. Ganz ruhig. Sie sind nur im Krankenhaus. Du hattest zwar einen Herzinfarkt, aber du wirst wieder. Ach, mir geht's gar nicht gut. Weil du jetzt einen Stent im Herzen trägst. Aber mir geht's auch total gut. Weil Morphium durch ihre Adern fließt. Wir sollten ein Morphiumlager zu Hause anlegen. Ich hab Beziehungen. Oh, Bertha, Sie sind echt witzig. Wenn ich gestorben wäre, hätten Sie mir so gefehlt. Aber da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Du wirst nirgendwo hingehen. Ich liebe euch. Wir lieben dich auch. Wenn ich's mir recht überlege, seid ihr meine einzige wirkliche Familie. Oh, Walden, das ist so... grauenhaft. Okay. Habt ihr das Leben gerettet, aber was soll's. Mein Leben ist so armselig. Ich meine, vielen Dank, dass ihr hier bei mir seid. Aber ihr seid nicht gut genug für mich. Jetzt hört sich's an wie meine Familie. Am besten du ruhst dich aus, versetzt dich an deinen Lieblingsort. Ich kenne Abkürzung. Sagen Sie wann. Was? In einer Nonnenverkleidung ein Kerl mit einer Morphiumspritze flachlegen. Es ist wie früher in der Highschool. Hey. Wie geht's dir? Geht so. Ich wüsste da etwas, womit es dir gleich viel besser geht. Ich habe meinen berühmten Drei-Bohnen-Salat angerichtet. Das Geheimnis? Ich nehme 4 Bohnen. Kichererbsen. Hast du auch schon mal gedacht, wie unbedeutend man beim Anblick des Ozeans ist? Dafür reicht mir ein Anruf bei meiner Mutter. Ich wäre fast gestorben, Alan. Aber du bist es nicht. Darauf kommt's an. Hör einfach nur auf deine Ärzte, lass dich durch nichts aufregen und entspann dich. Entschuldigung. Tut mir leid. Damit wollte ich die Süßigkeiten-Sammler zu Tode erschrecken, nicht dich. Das ist doch ätzend. Warum zum Teufel hab ich den Stent im Herzen? Ich bin gesund und ich bin fit. Und du schaufelst dir jeden Abend vor dem Fernseher einen Eimer Eiscreme in den Magen. Ich esse aus Kummer und mit sowas treibst du mich nur wieder zum Gefrierfach. Ich will nur sagen, man kann von einem Moment auf den anderen sterben. Heute bist du noch hier und morgen weg. Deshalb lebe ich nach der Philosophie. Heute bin ich noch hier und morgen ebenfalls. Ich meine, wer hätte mich vermisst, wenn ich gestorben wäre? Was soll denn der Quatsch? Ich würde dich vermissen. Und Bertha. Und neulich hast du sogar eine E-Mail von Netflix gekriegt, in der wörtlich stand, wir vermissen sie. Weißt du, bis auf euch und meine Mom habe ich niemanden. Du hast wenigstens noch Jake. Tja, das ist wahr. Ich habe immer noch meinen kleinen Jungen.
Obwohl er mich in seiner letzten E-Mail gefragt hat, auf welches Datum der 4. Juli fällt. Aber ja, ich habe Glück. Weißt du eigentlich, wie viel ich dafür geben würde, einen Sohn zu haben, der nicht weiß, wie ein Kalender funktioniert? Ich habe bloß Geld. Ja, Jake ist mir viel mehr wert als eine Milliarde Dollar. Ich muss da was ändern. Veränderungen sind gut. Ich weiß noch, wie ich gewechselt habe von Let's Dance zu Gatto Dance. Mein Leben hat sich gedreht um 360 Grad. Weißt du was? Ich will auch ein Kind haben. Was? Ja, ich möchte etwas, das meinem Leben Sinn verleiht. Ich will jemanden, den ich ernähren kann, dem ich was beibringen, meine bedingungslose Liebe schenken kann, dem ich all das hier hinterlassen kann. Naja, was soll ich dazu sagen, bis auf... Papa? Hast du dir das gut überlegt? Ein Kind zu haben heißt viel Arbeit. Dich zu haben heißt viel Arbeit. Ein Kind würde meinem Leben Sinn verleihen. Sonst wäre das alles hier vollkommen wertlos. Und das ist schwer zu akzeptieren. Weißt du, was schwer ist? Einem Kind eine Murmel aus der Nase zu popeln. Da habe ich Erfahrung. Ich habe mir mal einen Penny reingeschoben, weil ich dachte, dass mir hinten ein Kaugummi rauskommt. Aber ein Kind ist was für immer. Es ist ja nicht wie ein Date, wo du so tun kannst, als wärst du tot oder keine Anrufe mehr annimmst, weil es dir auf die Nerven fällt. Das machst du mit Frauen? Nein, die mit mir. Ah. Tut mir leid, wenn ich so negativ rüberkomme, denn Kinder sind ja in Wahrheit faszinierend. Aber dein Leben hing gerade am seidenen Faden, deshalb bist du vielleicht noch nicht in der Verfassung für so einen Umbruch. Ich meine, heute Morgen hast du wegen einer Bierwerbung geweint. Ja, aber das Hündchen und das Pferd waren die besten Freunde. Hör zu, mein Herzinfarkt hat mir nicht klargemacht, dass ich unbedingt ein Kind will. Er hat mir klargemacht, dass ich nicht mehr ohne eins leben will. Es war ein Weckruf. Na schön, wenn du das wirklich willst, bin ich da für dich. In meinem Zimmer, in welchem es viel zu sehr zieht, um es als Kinderzimmer zu benutzen. Keine Sorge, du gehst nirgendwo hin. Schön, kriegen wir ein Kind. Und wer ist die Glückliche, der du deinen Samen spendest? Und genau damit rührst du mit deinem gruseligen Finger in meinem Problem rum. In der Liebe habe ich bisher vollständig versagt. Es ist, als würde ich JavaScript reden, aber Frauen verstehen nur HTML5. Solche Ausdrücke sind Teil des Problems, nicht wahr? Ja, ist doch verrückt, weil du davon abgesehen perfekt gebaut bist. Und mit perfekt gebaut meine ich nicht perfekt gebaut, sondern perfekt gebaut. Obwohl, der da ist auch atemberaubend. Es ist zwar unfassbar, dass ich das nicht zum ersten Mal sagen muss, aber hör auf meinen Penis zu starren. Jetzt, wo du es erwähnt hast, kann ich nicht damit aufhören. Als wäre hier ein Elefantenrüssel im Raum. Keine Sorge, du findest schon eine Frau. Und außerdem sollte dir klar sein, wenn ich könnte, würde ich mit Vergnügen dein Kind austragen. Und außerdem sollte dir klar sein, dass ich sowas nicht hören will. Alles in Ordnung? Ja, alles super. Er will gerne Vater werden. Ihm fehlt nur die Frau. Wie wär's mit einer schwangeren Stripperin? Nein. Tja, dann kommen meine Enkelinnen nicht in Frage. Morgen. Hast du deine Pillen eingenommen? Ja. Belügst du mich oder belügst du dich selbst? Kein Mensch kriegt sowas runter. Viel zu groß. Und wenn du jetzt sagst, sagte die Frau, bringe ich dich um. Weißt du, was sie sagte? Nimm deine Pillen, ich hab dich lieb. Na schön. Weißt du, wie lange man auf ein Baby warten muss? Na, meiner Erfahrung nach, 5 Monate mit Gefühlsschwankungen und 4 Monate will man nicht berührt werden. Und was hat meine Ex-Frau erst durchgemacht? Ich habe gerade nach Leihmüttern recherchiert und da heißt es, es kann unter Umständen länger als 3 Jahre dauern, bis man ein Baby in den Armen hat. So lange kann ich mich nicht gedulden. Wer weiß denn schon, ob ich bis dahin noch ein Baby will? Das musst du mir nicht sagen. Nach einem halben Jahr Jake war mir nach. Die Rechnung bitte. Ich habe gescherzt. Hab ich auch. Ich habe meine Optionen eingegrenzt. Entweder auf Adoption oder auf Brad und Angelina, die ein Extrakind für mich werfen. Wirst du, wenn du wirklich jemanden... Ich sag's dir zum letzten Mal, Alan. Ich werde dich niemals adoptieren. Aber Papa, ich... Doch. Will...
Ich habe schon Kontakt zu einer Anwältin, einer Spezialistin für Adoptionsrecht. Naja, du bist der perfekte Kandidat für eine Adoption. Du hast Charme, bist hochgebildet, hast ein stabiles Wohnumfeld. Finanziell gesichert, hab keine Vorstrafen, seh gut aus. Dass man gut aussieht, spielt wohl weniger eine Rolle. Wirklich nicht, Alan? Nein, eher nicht. Wirklich nicht. Du machst dich lächerlich. Ach, wirklich? Ich klau dir ein Baby. Wie Sie sehen, sind die Finanzen kein Problem. Ich habe sehr viel Freizeit und kann dem Kind ein liebevolles Zuhause bieten. Geht's Ihnen gut? Und Ihnen? Ehrlich, soll ich vielleicht Hilfe holen? Nicht nötig. Jedenfalls werde ich Trainer der Höllenhunde auf dem Weg zum Himmel. Wie bitte? Der Name des Softballteams meines Sohnes. Wenn's ein Mädchen wird, Rosa Ponys. Wissen Sie was? Falls mein Sohn aber für die Rosa Ponys spielen will, dann soll er. Toleranz. Also, Mr. Schmidt, Sie sind zweifellos mehr als qualifiziert. Danke. Sie sollten sich daher einen Golden Retriever-Welpen kaufen, weil Sie niemals ein Baby bekommen. Ich verstehe nicht ganz. Sie sagten doch, ich sei mehr als qualifiziert. Weil Sie es auch sind, aber Sie sind Single und das System sieht nur verheiratete Paare vor. Das ist doch rassistisch. Nein, ist es nicht. Dann sexistisch. Nein, niemals. Aber irgendwie zistisch. Ich möchte damit nicht sagen, dass es völlig unmöglich ist. Es ist nur sehr schwierig. In der Warteschlange vor Ihnen stehen Familien, die schon Kinder haben, verheiratete Paare, Singlefrauen. Noch jemand? Die Wiener Sängerknaben, Zirkusse, Ausbeuterbetriebe? Ich wünschte, ich könnte Ihnen was anderes sagen. Wenn Sie verheiratet wären, wäre das ein Volltreffer. Okay. Sie verstehen das nicht. Für mich kommt eine Heirat auf keinen Fall in Frage. Gut, ich verstehe ja, dass Sie frustriert sind. Ich bin nur frustriert, weil jede Frau in meinem Leben schreiend vor mir wegläuft. Ich war verheiratet, sie hat mich verlassen und ich wollte Selbstmord begehen. Schreiben Sie das nicht auf! Warum schreiben Sie das denn auf? Nein, nicht. Ich habe zwei weiteren einen Antrag gemacht. Die haben mich beide abblitzen lassen. Ich bin für eine langfristige Beziehung total unfähig, egal mit wem. Und jetzt will ich ein verdammtes Baby! Okay. Das wär's dann wohl. Das wär's ganz und gar nicht. Ich wär fast in einem blutbefleckten Elvis-Anzug gestorben. Mein Leben braucht einen Sinn und Sie hören sofort auf, das aufzuschreiben! Hey, wie lief's? In was für einer Welt leben wir denn, wenn jedes x-beliebige Highschool-Pärchen, das mit einem kaputten Kondom hinter dem Müllcontainer einer Frittenbude rumvögelt, ein Baby bekommt und zur Adoption freigibt, aber das darf dann keinesfalls ein Erwachsener kriegen, der aufrecht ist und verantwortungsvoll und, wenn ich hinzufügen darf, attraktiv. Und das nur, weil mich jede Frau, von der ich was will, in die Wüste schickt, weshalb das Team der Rosa Ponys niemals einen Softball-Coach haben wird. Also, war's ein Reinfall? Ja, es war ein Reinfall. Also, dann mal eins nach dem anderen. Wie wär's denn mit einem Schlückchen Roten, der beruhigt? Es ist einfach unfair. Ich weiß, ich weiß. Danke. Nur weil ich Single bin, soll ich unfähig zur Vaterschaft sein? Sowas sagen die dir? So habe ich mich gefühlt. Offenbar ist das gesamte System nur für verheiratete Paare gemacht und alleinstehende Männer sind unerwünscht. So wie bei den Swingerpartys. Ja, du sagst es. Bei was? Nichts. Hast du ihr denn alles aufgetischt, wie erfolgreich du bist, wie warmherzig, fürsorglich? Jede Einzelheit. Dein Lächeln aufgesetzt? Klar habe ich mein Lächeln aufgesetzt. Sie hat es für einen Schlaganfall gehalten. Dann hat nichts gewirkt? Nein, selbst wenn ich nicht von der Security rausbegleitet worden wäre, würden sie mir trotzdem kein Kind geben. Mann, tut mir echt leid. Das ist doch lächerlich. Warum sollten Ehepaare bitte bessere Eltern sein als ein Single? Meine Mom war nach 6 Ehen so bescheuert wie immer. Und ich wäre ein super Vater geworden. Ich hätte mit ihm Fangen gespielt, ihm was vorgelesen, hätte darauf gewartet, dass er schläft, bevor ich mit dem Kiffen anfange. Das hast du meiner Mom voraus. Aber du darfst nicht aufgeben. Bestimmt findest du noch irgendwen. Aber ich will nicht irgendjemanden heiraten, bloß um irgendjemanden zu heiraten. Die Frau müsste für mich gebacken sein. Oh, oder Mila Kunis. Verstehe. So eine ist schwer zu finden. Oh, mein Bananenbrot. Ich stehe auf dein Bananenbrot. Weiß ich. Ich hab gehofft, wir könnten damit feiern, aber es ist doch gut für ein trauriges Bäuchlein. Was würde ich nur ohne dich machen? Das wirst du nie rausfinden, hoffe ich. Was ist? Du bist immer für mich da. Ja, und du bist immer für mich da. Beste Freunde. Wie wär's, wenn wir mehr als Freunde wären? So was... Wie Superfreunde?
Alan Harper, willst du mich heiraten? Soll das heißen, dass du ernsthaft um meine Hand anhältst? Unfassbar, dass ich das noch erleben darf. Und ich dachte immer, Alan wäre derjenige, der auf die Knie geht. Bei Two and a Half Men. Ich bin tot. Sie sind im Krankenhaus. Du hattest einen Herzinfarkt. Ich wäre fast gestorben, Alan. Aber du bist es nicht, darauf kommt's an. Weißt du, bis auf euch und meine Mom habe ich niemanden. Du hast wenigstens noch Jake. Ich will auch ein Kind haben. Sie sind zweifellos mehr als qualifiziert. Danke. Sie sollten sich daher einen Golden Retriever-Welpen kaufen, weil sie niemals ein Baby bekommen. Sie sind Single und das System sieht nur verheiratete Paare vor. Alan Harper, willst du mich heiraten? Soll das heißen, dass du ernsthaft um meine Hand anhältst? Ja. Alan Jerome Harper, willst du meine Frau... Willst du mein Lebensgefährte werden? Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Und das nicht wie damals, als ich die Massage von der Transe bekommen habe. Hör zu. Ich will ein Kind adoptieren. Und das schaffe ich am schnellsten, wenn ich verheiratet bin. Und wenn ich mich schon an jemanden binde, dann von mir aus eben an dich? Genau die Worte meiner ersten Frau. Hör zu, ich weiß, das hört sich total verrückt an. Aber du würdest mir den größten Gefallen meines Lebens erweisen. Walden, ich würden buchstäblich Millionen Frauen vom Fleck weg heiraten. Ja, aber ich wäre mit keiner der Frauen auch nur halb so glücklich wie mit dir. Weiter? Von den 10 Dingen, die ich von meiner Frau erwarten würde, hast du schon 9 zu bieten. Du bist mein bester Freund. Ich kann dir vertrauen. Du bist liebevoll, vernünftig. Du würdest mich niemals verlassen. Verheiratet oder nicht, niemals. Du hast Witz. Du hast Verständnis für mich, wenn ich die Klobrille oben lasse. Ich hab sie gern oben. Nur neulich Nacht, als ich das vergessen hatte, bin ich rückwärts ins Becken gefallen. Wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Da ist es schon wieder. Solange du bei mir bist, bin ich schon mal nicht der größte Trottel, der im Haus rumläuft. Und was ist das eine bei einer Frau, was ich nicht habe? Oh, genau, so eine habe ich nicht. Ich habe ja kaum so welche. Wie machen wir das denn genau? Tun wir so, als ob wir ein Pärchen wären? Wir würden nicht so tun. Wir wären ein gleichgeschlechtliches Paar und wir wären offiziell verheiratet. Und wie die meisten Ehepaare hätten wir keinen Sex. Nicht mal an meinem Geburtstag? Entschuldigung. Ich hatte meine erste Frau vor Augen. Dann darf ich anonymen, verrückten Sex mit jeder Frau haben, die ich will? Nein, denn du bist und bleibst du. Oh. Mr. Alan Harper Schmidt. Dr. Alan Schmidt. Was soll das? Oh, ich will nur wissen, was am besten klingt. Ja, Mr. und Mr. Harper Schmidt, willkommen zurück im Four Seasons. Ihre Meeresblick-Suite ist fertig. Okay, lass den Schmidt. Ach so, ich muss ja mit diesem Schmidt halten. Aber sei es drum, ich halte mit diesem Schmidt. Was heißt das? Das heißt, ich werde dich heiraten, du verdammter Schmidt. Oh, bitte sag mir, dass du bloß eine Geldrolle in der Tasche hast. Hi, Mom. Danke, dass du kommst. Was ist denn so wichtig, dass ich nach der Hälfte meines Bikini-Waxing abbrechen musste? Ich sehe aus wie ein Marmorkuchen. Wow. Damit wären Marmorkuchen und Vaginas für mich erledigt. Was läuft denn hier? Schon wieder eine Intervention? Ich wiederhole zum 1000. Mal, ich habe kein Alkoholproblem. Nein, Evelyn, es ist nur eine Feier. Wenn das so ist, nehme ich einen doppelten Martini und lass den Wermut weg. Hallo, ich bin Robin, Waldens Mutter. Oh, wie schön, Sie endlich mal kennenzulernen. Sie haben einen wundervollen Sohn und einen umwerfenden Busen. Wer hat den gemacht? Gott? Gott ist immer noch der Beste. Allerdings kommt Dr. Schenkman kurz nach ihm. Sie gefallen mir. Könnten wir jetzt vielleicht aufhören, über die Brüste meiner Mutter zu sprechen? Oh mein Gott, deshalb hatte ich so viele Freunde in der Highschool. Also, was gibt's zu feiern? Also,
Alan und ich... Wir werden heiraten. Was soll denn das? Wir waren uns doch einig, dass ich sie Ihnen sage. Verzeihung, ich bin so aufgeregt. Nichts für ungut, aber findest du nichts Besseres als Alan? Moment, wollen Sie den etwa heiraten, Walden? Ja. Au! Warum machen Sie das? Weil Sie Sippy heiraten wollen. Au! Warum hauen Sie mich? Na, weil Sie Sippy sind. Das hört sich gut an, bis auf eins. Ihr seid doch gar nicht schwul. Nein, wir sind nicht schwul. Wir wollen heiraten, weil... Weil er ein Kind adoptieren will, dann wird's leichter für ihn. Komm schon! Au! Oh, danke, Bertha. Langsam. Du willst ein Kind? Ja. Ich habe mir viele Gedanken um mein Leben gemacht. Und ich glaube, ein Kind würde ihm viel mehr Sinn verleihen. Die Elternschaft ist wirklich erfüllend. Manchmal. Eure Schwulenhochzeit ist nur ein Schwindel? Ich bin doch nicht bei all den Demos für Schwulenrechte mitmarschiert, damit ihr beide unsere hart erkämpften Bürgerrechte verspottet. Du bist da mitmarschiert, um dich zu betrinken und Bräute aufzureißen. Hart erkämpfte Bräute, Alter. Wir wollen überhaupt niemanden verspotten. Und ich weiß von den Herausforderungen, denen sich Schwulenpaare stellen müssen. Ich weiß aber auch, dass viele Kinder die Sehnsucht nach einem guten Zuhause haben. Und das werden wir ihnen bieten können. Und ich krieg eine Krankenversicherung. Ihr könnt von Glück reden, dass ihr in Kalifornien seid. In manchen Staaten sind Schwulenhochzeiten und Schwulenadoptionen immer noch verboten. Ich war mal in Utah und hab einen Police Officer vollgekotzt und wurde prompt eingesperrt. Nur weil ich eine Lesbe bin, hallo? Wow, das ist ganz schön viel auf einmal. Mein Sohn will heiraten und will auch noch ein Kind haben mit... Oh Gott, was habe ich nur falsch gemacht? Oh, da ist er ja, mein Schwulenanfänger. Mein Freund ohne weibliche Kurven. Mein Feuervögelchen. Ich habe 99 Probleme und du bist jedes einzelne davon. Was ist denn das? Ich mache für unsere Hochzeit eine Traumcollage. Es gibt auch eine Pinterest-Seite und der große Tag von AlanandWalden.com. Ja, ich habe den Link von dir bekommen. Das Photoshop-Bild, auf dem wir beide hinter einem Baum vorlugen, hat mir besonders gefallen. Wie dem auch sei, wir treiben doch keinen Aufwand mit unserer Hochzeit. Oh, hab schon kapiert. Wir feiern eine intime, kleine Hochzeit. Nur wir zwei am Strand, Blütenketten um den Hals, mit den gleichen Leinenhemden, Sand zwischen den Zehen. Die Möwen kreisen über uns. Und wo stellst du dir das vor? Selbstverständlich gäbe es da Hawaii und Cabo. Ich wäre mit beidem hochzufrieden, aber wie ich hörte, ist Griechenland umwerfend zu dieser Jahreszeit und auf Mykonos ist man sehr höflich zu homosexuellen Paaren. Jammers! Niemals! Wir heiraten auf dem Standesamt. Bitte sag mir, dass das Standesamt einer Bar auf Ibiza ist. Nein, es ist ein heruntergekommenes Standesamt neben einer verlotterten Schrauberwerkstatt. Wir zahlen 50 Mäuse, machen den Papierkram und wenn du artig bist, gehen wir zur Frittenbude gegenüber und kaufen dir einen Gyros. Jammers! Oh. Okay. Verstehe. Was ist denn? Nichts. Raus damit. Nein, schon gut. Ich wollte nur dafür sorgen, dass die ganze Sache etwas ganz Besonderes ist. Für uns, für dich. Ist aber nicht der Rede wert. Ich bin... sicher, dass wir es auch so zu etwas Besonderem machen. Vielleicht schießt Jenny ja ein paar Fotos mit ihrem iPhone. Alan, komm. Fass mich nicht an. Hör zu, es geht dabei nicht um uns, sondern darum, ein Kind in unser Leben zu bringen mit einem einfachen Geschäftsvorgang, so als würden wir eine Stromrechnung zahlen oder was zum Essen einkaufen oder als würden wir die Miete bezahlen. Halt mich auf, wenn ich etwas erwähne, das du wirklich getan hast. Ich habe mich nur gefreut auf die Traumhochzeit, die mir nie vergönnt war. Ich verstehe. Auf die Hochzeit, von der jeder Junge mal träumt. Weißt du, wir sollten uns noch Ringe kaufen. Kaufen wir sie online. Oder wir fahren nach Beverly Hills zum Brunch und shoppen zusammen Ringe. Ach ja? Ja. Weil ich da ein paar Ideen hätte. Hey, Bertha, waschen Sie noch was Weißes? Oh, apropos, ich habe auch was Weißes am Finger. 14 Karat Weißgold. Sie werden eine wundervolle Braut, Zippy. Hey,
Hey, da ist ja mein Baby Daddy. Um mir das anzuhören, bin ich noch nicht high genug. Hey, ich hätte gern noch ein paar Unterschriften von dir. Oh, und ich will noch ein paar Unterschriften von dir. Es scheint zu stimmen, Ehepaare denken oft ähnlich. Bald sehen wir uns vielleicht auch ähnlich, sagte er hoffnungsvoll. Das Formular zur Anmeldung für unsere Eheschließung. Ah, sieh einer an. Da kriegt wohl jemand das Geld für seine Manipedi, die er sich gewünscht hat. Oh, du verwöhnst mich. Ich hoffe, ich bin dir ein guter Geschäftspartner, weil ich dir die Stange halten will. Das war missverständlich. Und was soll ich unterschreiben? Nur das hier. Oh, was ist das denn? Ach, bloß eine einfache Verzichtsvereinbarung. Oh, oh, du meinst sowas wie ein Ehevertrag? Ja, alles halb so wild. Musst nur unterschreiben, sagte er hoffnungsvoll. Wozu brauchen wir einen Ehevertrag? Und schon geht's los. Hä? Wenn zwei Menschen erstmal verheiratet sind, wird's mit den Finanzen kompliziert. Und damit wird's vereinfacht. Ach, wirklich? Ich weiß schon, warum du es vereinfachen willst. Weil du mir nicht traust. Also, das ist einfach nicht wahr. Ach nein? Ich meine, so denkst du wirklich über mich? Du hältst mich für einen Schnorrer? Okay, schön. 4 Jahre habe ich hier mietfrei gewohnt. Also, warum machst du es denn so kompliziert? Warum machst du überhaupt alles so kompliziert? Wie gestern beim Brunch, als du den Champagner zurückgehen lassen hast, weil die Bläschen nicht geschmeckt haben wie ein Mund voller Sterne. Warum soll man ihn trinken, wenn er nicht im Mund explodiert? Das hast du auch zu dem Kellner gesagt, als wär's nicht peinlich genug gewesen. Alan, ich versuch doch nur, mein Vermögen zu schützen. Ach ja, dann sollte ich vielleicht auch mein Vermögen schützen. Nur keine Sorge, ich bin mir sicher, dass deiner VHS-Kopie von Dirty Dancing und deiner kompletten Sammlung von Ghostbusters-Tauschkarten nichts passiert. Ich sammle seltene Fanartikel von Filmen aus den 80ern. Und Hobbybashing wirkt äußerst unattraktiv an dir. Du Hobbybasher. Außerdem habe ich noch mehr Vermögen, wo du nicht ran kannst. Meine Würde. Deine Würde? Mhm. Deine Würde? Ja. Wirklich, weil ich mir sicher bin, dass die Security in der Shopping Mall die Bank, die vor dem Schaufenster des Dessous-Ladens stand, deinetwegen entfernen musste. Du Mallspanner! Ich stehe kurz davor, mir das alles anders zu überlegen. Wirklich, als wäre es schon immer mein Lebensziel gewesen, einen 47-jährigen Mann anzuflehen, mein Mann zu werden. Jetzt unterschreibt den Ehevertrag! Ich war mit einer Heirat einverstanden, aber deshalb werde ich trotzdem nicht alles schlucken, was du mir reinwürgen willst, Walden. Hörst du denn eigentlich die Worte, die dir aus dem Mund quellen? Wie wär's mit diesen Worten? Die Hochzeit ist gestorben! Ich kann nicht mal Alan Harper überreden, mich zu heiraten. Ich will nur hoffen, dass es wichtig ist. Ich hab dich doch erst vor 2 Tagen gesehen. Walden und ich haben Schluss gemacht. Die Hochzeit ist gestorben. Ach, Alan, jetzt hattest du mal einen reichen Mann am Haken und konntest ihn nicht an Bord holen. Wie kam das denn? Ich habe mich geweigert, einen Ehevertrag zu unterschreiben. Selbstverständlich hast du dich geweigert. Ich habe die Frau, die dich großzog, nicht bezahlt, um aus dir einen Deppen zu machen. Mom, ich will nicht sein Geld. Das darfst du nie wieder sagen. Ist das ein neuer Ring? Fühlt sich nach Cartier an. Ja, richtig. Und weißt du, von wem ich den habe? Von meinem reichen Mann Marty. Das Einzige, was ich unterschrieben habe, bevor wir geheiratet haben, war seine Verfügung, ihn nicht wiederzubeleben. Walden hält unsere Ehe für nichts als eine Geschäftsvereinbarung. Welche Geschäftsvereinbarung wird denn schon geschlossen, indem man einen Haufen Schmetterlinge fliegen lässt? Aber Schatz, es ist eine Geschäftsvereinbarung. Er benutzt dich nur, um zu kriegen, was er will. Und du solltest ihn für das benutzen, was du willst. Finanzielle Sicherheit. Aber ich mache es nicht wegen der Sicherheit. Walden wünscht sich aufrichtig ein Kind, genauso wie ich mir Jake gewünscht habe. Und du, dir Charlie. Ich dachte, nach 4 Jahren unter einem Dach vertraut er mir, was Geld betrifft. Noch selbst nach 47 Jahren vertraue ich dir nicht, was Geld betrifft. Vielleicht ist ja ein Ehevertrag berechtigt. Vielleicht bin ich ja bloß ein Schnorrer, ein Parasit. Und er toleriert mich, weil er mein bester Freund ist. Und ich habe ihn enttäuscht, obwohl ich nur sein Glück gewollt habe. Bester Freund. Glück. Ich habe keine Ahnung, woher du so ein verzerrtes Bild von der Ehe hast. Er wollte keinen Ehevertrag unterschreiben? Nein! Er hat sich aufgeregt und bekam einen Wutanfall. Du vertraust mir nicht. Die Hochzeit ist gestorben. Dann fliege ich eben allein nach Ibiza. Seien wir ehrlich, der Mann spielt nicht in deiner Liga.
Nach einer Bruchlandung in den Bergen wäre Alan von euch beiden der Erste gewesen, der gefressen worden wäre. Du dagegen, du siehst gut aus, bist erfolgreich und klug und würdest zuletzt gefressen werden. Das sagst du doch bestimmt nur, weil du meine Mom bist. Hör zu, ich weiß, dass du ernsthaft ein Kind willst. Deshalb habe ich bei einer süßen Praktikantin im Büro deine Lage erwähnt. Hast du nicht? Oh, Jessica ist sehr anpassungsfähig, was Geschäfte angeht. Darüber hinaus war sie schon mal bei Dr. Shankman. Du weißt, was ich meine. Mann, genau das ist es, was ich nicht will. Ich kenne diese Jessie. Heiliger Shankman. Also ich will... Nein, sie würde zuerst gefressen werden. Nein, ich will jemanden, dem ich vertrauen kann. Deshalb ist meine Wahl auf Alan gefallen. Wie kannst du denn so jemandem nur vertrauen? Er saugt Benzin aus deinem Tank. Ich habe ihn aber nie dabei erwischt. Ich habe es nur angenommen, weil der Gartenschlauch nach Sprit gerochen hat und als er mal in eine Kerze gerülpst hat, hat die Couch angefangen zu brennen. Ich weiß sowieso nicht, wieso du Alan bei dir wohnen lässt. Er hat mir immerhin das Leben gerettet und er war immer für mich da. Immer wenn ich ihn brauchte und selbst wenn ich ihn nicht brauchte. Unterm Strich ist er mein bester Freund. Jessica würde es vielleicht auch werden. Ich will nichts mit Jessica anfangen. Versteh schon. In Ordnung. Vielleicht magst du einen anderen Praktikanten lieber. Sein Name ist Derek. Er kann Pilates. Mom, ich bin nicht schwul. Ich will doch bloß einen Mann heiraten. Warum ist das so schwer zu verstehen? Hey. Wegen vorhin... Das ist nur meine Schuld. Ich verstehe sehr gut, warum ich diesen Ehevertrag unterschreiben soll. Die Typen, die an Ampeln Frontscheiben putzen, verdienen mehr als ich. Du musst die nicht unterschreiben. Trotz allem, was meine Mutter dagegen hatte und trotz allem, was ich aus vielen Folgen Housewives gelernt habe, vertraue ich dir vollkommen. Sehr nett, aber ich habe ihn unterschrieben und an deinen Anwalt geschickt. Echt? Oh Mann, danke, Ich schulde dir was. Du schuldest mir gar nichts. Bis auf $2 für den Umschlag und 1,75 für die Briefmarken. Nichts für Benzin? Hab grad getankt. Willst du immer noch mein Mann werden? Ich kann dir nicht widerstehen. Ich weiß ja, das wird nicht die Hochzeit, von der du immer geträumt hast, aber zur Trauung habe ich schon eine kleine Überraschung für dich. Sag mir, dass Vera Wang die Smokings schneidert. Noch besser. When a man loves another man, he'll keep his mind on nothing else. Oh mein Gott. Als könntest du meine Träume lesen. Glückliche Frau, glückliches Leben. Beeilt euch ein bisschen. Hier gibt's noch viele Schwule, die getraut werden wollen, bevor der Supreme Court seine Meinung wieder ändert. Es gibt hier außerdem viel zu viele Bullen im Bezirk. Und ich habe 6 Monate bis zu einem Jahr in meinem Täschchen. Klappe, Boten! Hallo, Michael. Ich habe ein Vibrato mit Ihrem Namen. Oh, das ist ja schmeichelhaft. Wollen Sie ein Autogramm drauf? Ich habe einen Spezialstift. Was für ein Zufall. Ich habe die schreckliche Angewohnheit, auf den Enden von Stiften rumzukauen. Wir haben uns hier versammelt, um Baldwin Schmidt und Alan Harper zu vermählen. Haben Sie Ihre Gelübde aufgeschrieben? Nein, die Standardformel in Reichtum wie in Armut genügt uns vollkommen. Ich habe eine Kleinigkeit aufgeschrieben. Was? Nicht doch. Wollte dich überraschen. Aha, Gelübde und Bolton? Falsches Stichwort, Bolton. Heute werde ich meinen besten Freund heiraten. Nicht weinen. Reiß dich zusammen. In den letzten 4 Jahren habe ich viel durchgemacht. Es gab gute Zeiten wie auch schlechte Zeiten. Aber immer warst du da. Und ich kann mir eine Zukunft ohne dich nicht vorstellen. Was ich damit sagen will, ist, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Das ist die schwulste Hochzeit, auf der ich jemals war. Ich finde sie wunderbar. Wer hat denn die Hand auf meinem Hintern? Entschuldigung. Walden, nimmst du Alan zu deinem rechtmäßigen Ehemann? Ja.
Und Alan, nimmst du Walden zu deinem Recht? Probieren Sie mich aufzuhalten. Hiermit erkläre ich euch zum Ehepaar. Ihr dürft euch küssen. Oh ja. Küssen, ja. Ach, was soll's. When a man loves another man. Morgen. Hey, da kommt ja mein Hausdrachen. Wie war deine Hochzeitsnacht? Genauso wie meine erste. Ich habe allein vor mich hin masturbiert. Ich kenne niemanden außer dir, der Gleitmittel und Papiertücher abonnieren sollte. Das war ja meine Party letzte Nacht, hä? Muss ja wohl. Bin hier draußen aufgewacht. Und ich bin mir sicher, ich habe Jennys Höschen an. Der ganze Abend ist auch für mich etwas verschwommen. Als du aus Michael Boltons Nabel Champagner getrunken hast, bin ich ins Koma gefallen. Wir haben alle aus Boltons Nabel getrunken. Selbst unsere Mütter. Ich war nicht sicher, ob sie sich verstehen, aber sie haben dann doch zueinander gefunden. When a man loves two women. Der bei Two and a Half Men. Ich wäre fast gestorben, Alan. Aber du bist es nicht, darauf kommt's an. Weißt du, bis auf euch und meine Mom habe ich niemanden. Du hast wenigstens noch Jake. Ich will auch ein Kind haben. Sie werden nie ein Baby bekommen. Sie sind Single und das System sieht nur verheiratete Paare vor. Alan Harper, willst du mich heiraten? Hiermit seid ihr verheiratet. Ihr dürft euch küssen. Ja, hier ist Walden Schmidt. Ich würde gerne eine Kreditkarte bestellen für meinen Ehepartner, Mr. Alan Harper Schmidt. Ja, helfen Sie mir doch kurz auf die Sprünge. Wie hoch war nochmal der Kreditrahmen für meine Black Card? Heilige neue Rolex. Oh, Sie wollen den Mädchennamen meiner Mutter haben? Ich habe sie vor Ihrer Hochzeit aber noch nicht gekannt. Und morgen. Ich rufe Sie später zurück. Spendenschnorrer. Als würden die Kinder nicht auch noch in einer halben Stunde verhungern. Hey, ich wollte dich schon lange mal was fragen. Wie war noch mal der Mädchenname deiner Mutter? Es ist vielleicht einfacher für dich, wenn ich dir mein Online-Passwort gebe. Oh. Es heißt, bestell keine Kreditkarte in meinem Namen. Gut, alles in einem Wort ohne Leerzeichen. Da sind ja unsere frisch Vermählten. Ich habe hier Flitterwochenpfannkuchen für euch. Oh, die haben ja die Form von Herzen mit einem Pfeil durch. Eigentlich sind es Ärsche und... stimmt, Herzen und Pfeile. Alan, mein Pfeil ist mehr als doppelt so groß wie deiner. Meiner ist lebensgroß, trotzdem macht er nichts satt. Gerade ist mir aufgefallen, Walden, dass ich für Sie gearbeitet habe, als Sie noch Single waren. Und jetzt, wo Sie verheiratet sind, werde ich vielleicht eines Tages für Sie arbeiten, wenn Sie Witwer sind. Speck, Sippi. Ja. Und, wie geht's mit der Adoption voran? Nennt dich noch jemand anderes als Alan Daddy? Es läuft hervorragend. Wir haben nämlich diese Woche einen Termin beim Jugendamt. Cool. Und wenn das Kind mal da ist, welches Zimmer kriegt es dann? Oh, Jungs, ich bin eine Schlampe auf Alge. Ihr dürft doch kein kleines Kind bei mir einquartieren. Hey, was machst du da? Oh, Schreibkram für den Termin beim Jugendamt. Aha. Nettowert des Haushalts. Rechnen wir nach, du bist eine Milliarde Dollar wert und damit wären wir beide zusammen... etwas weniger als eine Milliarde wert. Hey, Evelyn findet's cool, wenn ich bei ihr wohne. Moment, einfach so? Ich darf nie bei meiner Mom wohnen. Ja, sie gibt mir das Gästehaus. Sie hat ein Gästehaus? Sag Bescheid, wenn wir dir beim Umzug helfen sollen. Danke, aber Evelyn leiht mir ihren Range Rover. Sie hat einen Range Rover? Oh, was schreibe ich bei der Frage, warum wollen Sie ein Kind adoptieren? Weil wir Kerle sind und keine Babys rauspressen können. Also ihr müsst euch schon als echtes Paar verkaufen, ja? Aber wir sind doch ein echtes Paar. Mhm. Deshalb haben wir uns auch vermählt. Und deshalb hatten wir Anspruch auf einen Gutschein für dieses bezaubernde Pressglas. Ding! Tja, ihr macht euch nur darüber lustig, aber ihr müsstet wahre Gefühle zeigen.
Ihr werdet beweisen müssen, dass ihr ein echtes Paar seid, dass ihr verliebt seid und seelenverwandt und nicht ohne den anderen überleben könnt. Ich kann wirklich nicht ohne ihn überleben. Ich wollte nur sagen, ich fände es schade, wenn ihr für eure Mühen nicht den gerechten Lohn bekommen würdet. Das ist, als würde man den Tipp kriegen. Den was? Den Tipp. Du weißt schon, wenn du mit einem Mädchen schläfst und du bist schon eine Zeit lang da unten am Werk und dann plötzlich von ihr den Danke für den Versuch-Tipp auf den Kopf kriegst. Ah, oh ja, der Tipp, ja. Ich hasse den Tipp. Ich bin mir sicher, dass wir ein glaubhaftes Liebespaar abgeben. Soll ich es dir vorführen? Pass auf, so geht Liebespaar. Alan, ich liebe dich. Und ich liebe dich, Walden. Du hast so ein Nasenhaar, das rein und raus geht, während du atmest. Und ich lache, weil ich überhaupt nicht lebenswert bin. Rat mal, womit ich fertig bin. Ich wiederhole, du musst es mir nicht jedes Mal auf die Nase binden, wenn du masturbiert hast. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich meinen Tag mit dir teile. Aber darum geht's nicht. Es ist mein Aufsatz darüber, was ich an meinem Gemahl liebe, für unseren Termin beim Jugendamt. Oh, gut, der Termin macht mich so nervös, dass ich sowohl unter Verstopfung als auch unter explosivem Durchfall leide. Nicht nur du bist fähig, deinen Tag zu teilen. Also, wenn sie das gelesen hat, kann sie nicht mehr bezweifeln, dass wir ein Paar sind. Okay, Walden ist der fürsorglichste Mensch, den ich kenne. Seine Bedürfnisse stellt er immer hinter meine. Ob er mich mit einem Espresso und einem Schokocroissant im Ehebett überrascht, in einer Jote in Big Sur mit mir übernachtet, oder ob er beim Duschen mit einem Luffa-Schwamm meine schwer zu erreichenden Stellen schrubbt. Er ist mein Ein und Alles. Mein Ehemann, mein Lover, mein Freund, mein Wally-Bär. Mein Gott. Ich weiß. Jetzt lies mir deinen vor. Okay. Also, Alan ist mein bester Freund. Hervorragend. Er ist 47 Jahre alt. Er war früher Chiropraktiker. Er wurde nie wegen einer Straftat verurteilt. Und sein Leibgericht ist Schwertfisch. Machst du Witze? Das liebst du an mir? Dass ich nie für eine Straftat verurteilt wurde? Das ist doch nur ein vorläufiger Entwurf. Was hätte ich denn schreiben sollen? Seine Masturbationsfrequenz ist beeindruckend hoch. Dann hättest du immerhin an mir Anteil genommen. Und nebenbei bemerkt, mein Leibgericht sind Venusmuscheln. Hi, Alan. Walden. Lindsay, was ist denn los? Ich dachte, du wolltest einen Entzug machen. Habe ich auch. Ich wurde vor ein paar Tagen entlassen. Wundervoll, komm doch rein. Wie lief's denn? So eine schwere Zeit hatte ich noch nie zu überstehen. Aber das Positive war, dass es hier in Malibu stattfand. Daher war's wie in einem 5-Sterne-Hotel mit Meerblick, Spa, Restaurant. Nur nehmen sie einem die Schnürsenkel weg. Ich bin mir sicher, dass ihr euch viel zu erzählen habt. Deshalb gehe ich jetzt in die Küche und behaupte, ich würde nicht zuhören. Also, Lindsay, ich bin wirklich stolz auf dich. Wie geht's dir denn? Super. Ich habe jetzt meinen 60-Tage-Chip. Oh. Und zu meinem Heilungsprozess gehört Wiedergutmachung für mein Fehlverhalten zu leisten. Also, deshalb bitte ich dich für alles, was ich dir angetan habe, um Verzeihung. Oh, ich weiß das schon zu schätzen, aber du musst dich nicht für alles entschuldigen, was du mir angetan hast. Immerhin hatten wir Sex hinter einem mexikanischen Imbiss. Ich habe meinen Burrito gegessen. Du hast meinen Burrito gegessen. Ich deinen Taco. Und hinterher habe ich in dein Auto gekotzt. Ja, aber danach brauchtest du wieder was zwischen die Zähne. Es gibt da noch etwas anderes. Wenn ich nicht zu viel zwischen uns kaputt gemacht habe, dann sag mir doch bitte, ob wir es noch mal miteinander versuchen können. Oh, wow, wow. Wirklich schmeichelhaft, aber ich hab... Eine andere Frau. Sowas in der Art. Du bist verheiratet? Das verstehe ich nicht. Wer ist sie denn? Sie ist eigentlich ein Er. es ist Walden.
Oh mein Gott. Walden ist schwul? Was mich besonders interessieren würde, wie haben Sie beide sich kennengelernt? Wir haben uns im Hundepark kennengelernt. Sein Labradoodle hat an meinem Shih Tzu geschnüffelt. Ich weiß immer noch, wie ich um seine Hand anhielt. Ich fiel vor ihm auf die Knie, sah zu ihm auf in seine wundervollen blauen Augen und fragte ihn, ob er sein Leben mit mir teilen will. Ich will darauf hinaus, dass Sie beide vorher mit Frauen verheiratet waren. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie schwul sind? Oh, in gewisser Weise habe ich es schon immer gewusst. Ich meine, während meiner beiden Ehen habe ich die Wahrheit immer komplett verdrängt. Aber nachdem ich Walden kennengelernt hatte, war ich bereit, mich selbst zu akzeptieren. Wir waren bei unserem ersten Rendezvous in der Hollywood Bowl zum Grease Sing-Along. Tell me more, tell me more. Also, Walden ging als Danny Zuko und ich als Sandy, aber eine scharfe Sandy mit Lederkluft. Nein, ich habe den Song gesungen. Tell me more, tell me more. Oh mein Gott, habe ich das Musical nicht rausgehört? Ich muss mal nachsehen, ob ich wirklich schwul bin. Was ist mit Ihnen, Walden? Wann wussten Sie, dass Sie schwul sind? Ich glaube, zum ersten Mal hatte ich so eine Ahnung, als ich Basic Instinct sah. Alle meine Freunde haben Sharon Stone unter den Rock gesehen, aber ich nur auf ihre Schuhe. Geheiratet habe ich, glaube ich, nur aufgrund gesellschaftlicher Zwänge, aber irgendwann habe ich es mir selbst eingestehen müssen. Ich habe nie wieder zurückgesehen. Außer wenn ich hinter ihm war. Der war gut. Sie sind wirklich ein sehr interessantes Paar. Ich sehe hunderte von Paaren, aber sie kommen mir irgendwie anders vor. Ich weiß nur nicht, wieso. Vielleicht, weil mein Teint so wirkt, als würde ich Make-up benutzen, aber ich brauche keins. Wissen Sie, wir mögen vielleicht nicht wirken wie andere Paare, aber ich weiß, dass wir gute Eltern wären. Schon klar, aber ich muss mir 100% sicher sein, bevor ich ein Kind vermittle. Nein, 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 nein. Hören Sie, ich weiß, dass wir in der Lage sind, einem Kind bedingungslose Liebe zu schenken und dass wir ihm ein sicheres, geborgenes Umfeld bieten können. Und was sagen denn Paare, die ein Kind kriegen? Wie wäre es denn, wenn ich Sie zu Hause besuchen würde? Das machen wir sowieso immer und auf diese Weise kann ich Sie beide besser beurteilen. Ja, sehr gut. Kommen Sie uns besuchen, dann sehen Sie, dass wir ein ganz normales Liebespaar sind. Stimmt's, mein Süßer? Stimmt, mein Wally-Bär. Ich liebe ihn. Hey. Oh, Blumen. Netter Einfall, dadurch wird's hier heimelig. Die sind für dich. Wirklich? Ich bin ja eher ein Lilienmann. Aber ich finde sie reizend. Alan, hör zu. Ich gebe Jenny recht. Wir sind nicht überzeugend als Liebespaar und deshalb war Miss McMartin sich nicht sicher unseretwegen. Das muss glaubhaft erscheinen. Und dazu gehört, dass wir uns bei körperlicher Zuneigung wohlfühlen. So etwa. Komm schon. Nicht so steif. Ich bin nicht steif, aber es fühlt sich etwas gezwungen an. Na dann, immer hübsch natürlich. Kuschel dich an meine breiten Schultern. Ich fühle mich geborgen. Das darfst du auch. Du bist ja bei deinem Wally-Bär. Jetzt sieh mir in die Augen. So? Ja, genau. Und sieh nicht weg. Wir lieben einander. Du bist zu Hause. Oh, in deinem rechten Auge fällt mir gerade ein kleiner grüner Fleck auf. Wie flaumiges Moos auf dem majestätischen Stamm einer großen Eiche. Danke. Ich bin betrübt, weil mein Aussehen nicht deiner würdig ist. Komm schon. So wie du bist, bist du perfekt. Mein Alligator. Ein Kosename. Ich bin manchmal betrübt, weil du gar nicht weißt, wie viel du mir bedeutest. Ich will für dich der Himmel sein. Also, ja. Das war mal überzeugend. Wenn wir das vor Miss McMartin machen, kriegen wir 10 Babys. Ja, ja, das war so gut. Darauf würde so ziemlich jeder reinfallen.
Also, das ist unsere Küche. Wir kochen liebend gern zusammen. Korrektur, ich koche liebend gern, er isst liebend gern. Sehen Sie, das habe ich sehen wollen, wenn Sie völlig entspannt zu Hause sind, vergnügt und locker. Oh, ich gehe hin. No. Wenn Sie uns wirklich locker sehen wollen, kommen Sie mal zum Brunch vorbei. Die Mary sind bloody und die Lorraine sind quiche. Jetzt verstehe ich, warum Sie sich in ihn verliebt haben. Wirklich? Woran haben Sie das genau erkannt? Lindsay, bist du etwa betrunken? Ja, ding, ding, ding. Jetzt geht's nämlich um die Wurst. Halt, halt. Okay. Was machst du denn hier? Ach, weißt du, du hast doch gesagt, Walden und du, ihr habt nur geheiratet, weil ihr ein Kind wollt. Dann hast du doch keinen Grund, nicht nebenbei mit mir zu schlafen. Du weißt schon, das alte VL, das bedeutet Vernasche Lindsay. Okay, das ist jetzt ungünstig, weil die Sozialarbeiterin hier ist. Oh, das trifft sich gut. Ich kann euch helfen. Ich kann ihr sagen, was ihr für gute Eltern seid. Ich weiß das, weil ich selbst eine gute Mutter bin. Okay, wie wär's, wenn wir in meinem Zimmer darüber reden würden? Ich werde nicht imstande sein, viel zu reden, weil ich einen Mund voll haben werde. Zwinker, zwinker. Wir hoffen wir, voll mit Minzbonbons. Warte hier, ich rufe ein Taxi, mit dem du nach Hause fährst. Aber zu Hause bin ich nur in deinem Höschen. Warum hast du denn wieder angefangen zu trinken? Na, weil du Walden geheiratet hast, den einzigen Menschen in deinem Leben, der hübscher ist als ich. Aber das ist doch nur, weil wir ein Kind wollen. Ja, aber wäre ich im letzten Jahr nicht so verrückt gewesen, hätten wir uns nicht getrennt. Dann hätten wir heiraten und ein Baby bekommen können. Wir könnten das Baby Walden verkaufen. Seien wir doch mal ehrlich. Wir zwei wollen doch nicht noch ein Kind, weil unsere Söhne Idioten sind. Gut, betrunken wie du bist, bist du zwar erfrischend ehrlich, aber mach dir keine Vorwürfe. Wir haben alle Fehler gemacht, nur dürfen diese Fehler Walden nicht alles kaputt machen. Psst, du redest zu viel. Ran an den Speck. Lindsay? Lindsay? Wow, eine halbnackte Besoffene in meinem Bett und ich gehe. Vielleicht bin ich ja schwul. Also, ich mag die Vorstellung, wie die Familie hier in der Küche eine glutenfreie, biologische Mahlzeit aus Quinoa-Salat und Grünkohlchips isst, während die wahre Natursendung im Fernsehen läuft. Ein Sonnenuntergang im Meer. Solange ein Kind in einer stabilen Umgebung aufwächst, kann es von mir aus Fritten und Hamburger essen und Fernsehen, bis es umfällt. Wally Bear, darf ich dich einen Moment ausborgen? Ist es denn ein Notfall, Ellie Carter? Es ist mehr eine Art Klemme, die sofortiges Eingreifen erfordert. Schon okay, gehen Sie nur. Ich würde mich nie zwischen zwei Männer und Ihre Klemme drängen. Lindsay ist hier, volltrunken. Wieso? Sie will mit mir schlafen. Wieso? Wo ist sie? Im Koma, in meinem Zimmer. Okay, wir müssen Miss McMartin so schnell rauswerfen, wie wir können. Gut. Oh, übrigens, als Lindsay mich küssen wollte, habe ich es genossen. Ich muss mir keine Sorgen machen. Sorgen machen? Egal, schmeißen wir sie raus. Alles in Ordnung? Klar, wir mussten nur kurz an dem Dings was machen. Aber jetzt ist alles wieder gut. Kann ich Ihnen irgendwie helfen mit einer Wegbeschreibung für die Heimfahrt oder? Leider muss ich sofort losfahren. Hab gar nicht bemerkt, dass es so spät ist. Was? Oh, nicht doch. Oh. Also jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich schnapp mir eben Ihre Sachen und bring Sie zur Tür. Yeah. Ich muss schon sagen, bei der Aussicht würde ich nie gehen wollen. Und doch müssen Sie. Es sei denn, Sie adoptieren mich. Sie sind so lustig. Hier, bitte Ihre Jacke. Oh mein Gott. Was ist? Ihre Jacke, die ist ja fantastisch. Was ist das, Wolle? Ja, schon möglich. Aber ich hab's gelinde gesagt für Leinen gehalten, nicht wahr, Alan? Gelinde gesagt? Nein, eindeutig Wolle. Heiliger Himmel! Was ist? Ich hab vergessen, die Auflagen auf der Terrasse zu wenden. Hm. Die werden noch vermodern. Alan! Milady? Na, warum schlüpfen Sie denn nicht rein? Ich schaff's nicht, wenn Sie nicht stillhalten. Ja. Ach, da haben wir es. War gar nicht so schwer, oder? Ich bin schon mal leichter reingekommen, aber... Hat der Mann gesagt. Oh, also dann? Tasche. Also vielen Dank. Sie werden bald von mir hören. Alles klar. Bis dann. Oh mein Gott. Gott. Geht's Lindsay gut? Oh, sie ist praktisch unverwundbar, wenn sie getrunken hat. Sie ist mal eine Treppe runtergefallen, ohne einen Tropfen Mojito zu verschütten.
Ich habe mein Handy vergessen. Tut mir furchtbar leid. Oh, da liegt's ja. Gleich auf dem Tisch. Gefangen und jetzt raus. Ich wollte Ihnen noch sagen, normalerweise darf ich nichts verraten, aber wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt, dann wird es schon klappen. Oh mein, ehrlich? Nein, sowas. Gehen Sie weg. Ehrlich. Ich helfe euch wie dem Baby. Ist das dein Ernst? Wer ist das? Das ist... Oh, das kommt hier immer wieder vor. Die Touristen kriegen veraltete Karten von den Adressen von Prominenten. Schätzchen, Charlie Sheen wohnt hier schon ewig nicht mehr. Lindsay? Hey. Und wer ist das? Ich bin in den Sand gefallen. Das ist... Ich bin die Nachbarin, hi. Wir haben nebenan ein Frauentreffen und sie ist uns entwischt. Genau, unsere Nachbarin. Jetzt weiß ich wieder, wer Sie sind. Wir haben uns bei der Blockparty kennengelernt. Die nebenbei für Kinder umwerfend ist. Alle wollten auf die Wasserrutsche. Genau wie auf meine Wasserrutsche. Okay, dann gehen wir mal rüber und wissen Sie was? Die Jungs sind großartig. Fragen Sie die Nachbarn. Wir drücken alle die Daumen, dass die beiden ein Kind kriegen. Vielen Dank. Wie nett von Ihnen. Okay, gehen wir. Nein, wohin gehen wir denn? Eine Flasche köpfen. Du bist meine beste Freundin. Mein Gott, die würde von mir nie ein Baby bekommen. Von mir auch nicht. Hey. Alan, sag mir, was du noch nie von deiner Mutter bekommen hast. Das ist Liebe, Respekt, was selbstgekochtes, Muttermilch. Okay, mir dauert das zu lange. Ich meine Anerkennung. Wir sind von Miss McMartin als Adoptiveltern anerkannt worden? Ja. Oh mein Gott, ist ja toll. Das freut mich wirklich für dich. Danke, vielen Dank. Das habe ich nur dir zu verdanken. Und zum Dank habe ich hier eine Kleinigkeit, die ich dir schenken will. Oh, das ist doch nicht nötig. Ha, oh mein Gott, Karten für das Grease Singalong in der Bowl. Du kannst mitnehmen, wen du willst. You're the one that I want. You're the one I want. Honey. Hör schon auf. We'll go together. Oh mein Gott, ich werde schon wie mein Mann. Hey. Oh, hey, morgen, Bertha. Kleine Warnung, Mann bei der Arbeit. Ich bin am Bohren und Schrauben. Eine kleine Warnung für Sie. Frau in einer Bar bis 2 Uhr morgens mit derselben Beschäftigung. Was treiben Sie denn? Ich mache das Haus babysicher. Eine Forderung der Adoptionsagentur und das hat auch sein Gutes. Die Küche hier ist eine Todesfalle. Wir haben hier einen Haufen Tötungswerkzeuge. Wir haben Messer, wir haben Feuer, wir haben Gift, kochend heißes Wasser, Alans übrig gelassene Fischtacos. Sie machen sich viel zu viele Sorgen. Jake hat eine strenge Diät aus Fußbodenwachs und Chlorreiniger und ist auch nicht davon... Ja, womöglich keine üble Idee. Ich habe alle Schränke und Schubladen verschlossen. Hier am Herd sind Sicherheitsknöpfe. Und wenn Sie an Ihre Chemiewaffen wollen, brauchen Sie einen speziellen Magnetschlüssel. Ach, und wenn Sie Wäsche waschen, achten Sie bitte auf einen speziellen Magnetschlüssel. Warum sollte man denn die Handtuchschublade abschließen? Sie haben Ihr Gras doch im Medizinschrank versteckt. Nehme ich an. Das ist keine normale Handtuchschublade, sondern die erste Stufe auf der Treppe ins Desaster. Ja, ich habe einen zu schlimmen Kater für den Mist. Okay. Also, Sie brauchen sich bloß mal vorzustellen, wie das Kind die Schublade aufzieht, auf die Arbeitsplatte klettert und zum Fenster rüberkrabbelt, das nämlich offen geblieben ist, weil Alan vom Geruch nach Bratwurst und Brokkoli übel wird. Woraufhin das Kind am Himmel einen wunderhübschen Drachen sieht, höchstwahrscheinlich in Form eines Schmetterlings oder Pikachus. Das Kind will nach dem Drachen greifen, fällt aus dem offenen Fenster, prallt von der Markise ab, fliegt durch die Luft, seinem sicheren Tod entgegen, als es wie durch ein Wunder in die weit ausgebreiteten Arme von Matthew McConaughey fällt. Keine Sorge, Ihr Baby ist völlig okay. Ja, genau. Diesmal haben wir noch Glück gehabt. Aber immer steht McConaughey nicht vor unserem Küchenfenster. Okay, jetzt muss ich anfangen, das Gras vor Ihnen zu verstecken. Sehen Sie, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Jede Stufe, jede Toilette, jede scharfe Kante wurde befestigt, verschraubt oder entschärft. Niemand kommt in diesem Haus zu Schaden. Okay. Men.
Ich habe, wie Sie sehen, oben an der Treppe ein Gitter angebracht, sowie am Fuß der Treppe und zur besonderen Vorsicht nochmal in der Mitte der Treppe. Ich bin Streber. Er will mich nur davon abhalten, zu fliehen. Sie haben das Haus ganz hervorragend babysicher gemacht. Hier kann niemand zu Schaden kommen. Außer, wenn mir jemand sagt, ich sehe fett aus in der Jeans. Kühl dich ein bisschen ab, du menschliche Fackel. Und was machen wir jetzt? Oh, das ist ziemlich einfach. Während ich auf der Terrasse warte, legen Sie mir einen Stapel Hunderter auf den Tisch. Ich packe ihn ein und Sie bekommen dafür ein Kind. Ich habe $5,000 unten in meinem Werkzeugkasten in der Garage. Das war ein Witz. Von mir auch. Wie dem auch sei, ich habe nichts sagen wollen, ehe ich meinen Rundgang beendet habe, aber vielleicht habe ich ein passendes Baby für Sie gefunden. Oh, wir kriegen ein Baby. Ist das Ihr Ernst? Sie machen Witze. Ganz ruhig. Eine werdende Mutter hat nur Ihr Profil gelesen und möchte sich mit Ihnen treffen. Jemand will sich wegen meines Profils mit mir treffen? Auf den Partnerbörsen ist das ganz anders. Das ist ja unfassbar. Wer ist sie? Wo kommt sie? Wie alt ist? Wird's ein Junge oder ein Mädchen? Warten Sie! Lalalalalalalalala! Ich will's nicht wissen, soll eine Überraschung sein! Walden, Sie sind viel zu voreilig. Haben Sie Mädchen gesagt? Ich glaube, Sie haben Mädchen gesagt. Halt, nein, völlig unwichtig. 10 Finger, 10 Zehen, das ist alles, worauf's ankommt. Sagen Sie jetzt nichts, weil es ein Junge wird? Oh mein Gott, wir bekommen einen Jungen! Okay, Walden, bei dem Termin mit der Mutter wollen Sie doch als ruhiger, besonderer Vater rüberkommen. Und nicht wie eine 14-Jährige auf einem Justin Bieber-Konzert. Verzeihung, wir sind nur so aufgeregt. Verstehe ich total. Ich bin auch für Sie aufgeregt. Ich rufe Sie wegen des Treffens an. Ach, übrigens, Sie sehen fantastisch aus in der Jeans. Schatz, wir werden mal beste Freundinnen. Mhm. Wir kriegen ein Baby. 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 Oh, das müssen wir feiern. Ich gehe in die Garage und hol Champagner. Super. Wir kriegen ein Baby. Wir kriegen ein Baby. Wir haben doch kein Champagner in der Garage. Mein Werkzeugkasten. Alan! Hier. Ein kleines Geschenk für dich. Wieso? Ich dachte, wir treffen uns in den gleichen Pullovern mit der Mutter. Partnerlook. Ich dachte, wir verkörpern ein Ehepaar und kein halbes Barbershop-Quartett. Warum nicht beides? Miss McMartin, bring mir ein Kind. Bum, 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 bum. Weil ich die Ehe mit dir zum Kotzen finde. Bum, 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 bum. Du liegst daneben. Und, glaubst du, die Mutter ist scharf? Sie ist im 9. Monat schwanger. Weiß ich. Ich hab was übrig für Schwangis. 96, 150, 96. Kommt gut von hinten und vorn. Okay, hör zu. Wenn wir wollen, dass die Frau uns das Baby gibt, muss sie uns für ein bodenständiges Paar halten. Und wenn du irgendwie schräg bei ihr rüberkommst, wird sie auf dem Absatz kehrt machen. Das habe ich jetzt nur gesagt, weil du bei mir ziemlich schräg rüberkommst. Sagt der, der bei Google Helen Mirren und Nippel eingibt. Helen ist unantastbar. So, und wenn du mir das kaputt machst, mache ich dir das Leben zur Hölle. Verlass dich drauf. Also vergiss nicht, wir lieben uns. Hallo, Mama. Hi. Hi, Sie müssen Kathy sein. Ja, willkommen in unserem Malibu-Traumhaus. Das ist Ken. Oh, dann bin ich wohl Barbie. Ich bin Walden. Das ist Alan. Kommen Sie doch bitte rein. Darf ich Ihnen die Jacke abnehmen? Oh, vielen Dank. Ah, bitte sehr. Wow, sieh dir das an. So unglaublich schwanger. Hängen Sie auf. Ich weiß. Ich habe seit Juli meine Füße nicht mehr gesehen. Passen meine Schuhe überhaupt zusammen? Eigentlich nicht so richtig. Aber es sieht super aus. Sehr süß. Nehmen Sie Platz. Ja, bitte. Wie geht's Ihnen? Ich habe geschwollene Knöchel, mir tut der Rücken weh und vergessen Sie meine Brüste. Die sind mir gar nicht aufgefallen, wissen Sie, weil ich schwul bin. Das ist mein Rainbow Warrior, muss immer mit seiner Fahne winken, auch wenn er überhaupt keinen Anlass hat. Erzählen Sie uns doch was von sich, Kathy. Zuerst wollte ich Sie darüber informieren, dass das hier nicht für mich repräsentativ ist. Mhm. Ich habe gerade mein Studium abgeschlossen. Das Baby ist das Ergebnis eines Spring Break Trips nach Vegas. Ah, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas oder in Kathy. Ja,
Ich habe 6 Wochen gebraucht, um einzusehen, dass meine Morgenübelkeit nicht von einem furchtbaren Kater kommt. Wir machen alle Fehler. Ich bin mal aufgewacht und habe gemerkt, ich bin mit dem verheiratet. Meine Schwangerschaft war nicht Teil meines 5-Jahres-Plans. Jurastudium, Referendariat, meine eigene Anwaltskanzlei. Wow, wirklich beeindruckend. Alans Sohn Jake hat den 5-Jahres-Plan für die 10. Klasse. Deshalb hat mir Ihr Profil so gefallen. Sie haben Erfahrung als Vater, dazu kam Ihr Humor ziemlich gut durch. Und ich find's super, dass Sie schwul sind. Nicht so super, wie wir's finden. Stimmt's, Wally Bear? Ja, stimmt, Ellie Carter. Und obwohl ich am Leben des Babys nicht teilhaben werde, finde ich gut, dass es außer mir keine Mutter bekommt. Das verstehe ich total gut. Bestimmt, weil meine Mutter eine eiskalte Alkoholikerin war, die lieber shoppen ging und Wellness machte, als ihre Zeit an mich zu verschwenden. Und das verstehe ich wieder total. Erzählen Sie doch mal ein bisschen von sich. Wie kamen Sie darauf, dass Sie ein Kind haben wollen? Es war eine der wertvollsten Erfahrungen meines Lebens für mich, meinen Sohn aufwachsen zu sehen. Und ich wollte, dass Walden dieselbe Freude mit mir teilt. Naja, für mich gibt's da verschiedene Gründe. Ich habe das Gefühl gehabt, dass mir irgendwas fehlt in meinem Leben und habe was zurückgeben wollen. Und als Vater mit Kind kann ich auf der Fahrgemeinschaftsspur fahren. Tut gut, wieder zu lachen. Nur habe ich da mal ein bisschen auf Ihr Sofa gepinkelt. Ich hole Ihnen was. Oh, nicht nötig. Ich habe was hier. Das Baby hat getreten. Hab's gespürt. Sieht aus, als hätten wir einen kleinen Fußballstar da drin. Da duften Sie gut. Alan, willst du nicht erst mal durchatmen? Oh, Entschuldigung. Bin so aufgeregt. Ja, wegen des Babys. Klar. Also, Kathy, wissen Sie, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird? Keine Ahnung. Ihrem Profil nach bevorzugen Sie doch kein bestimmtes Geschlecht. Oh, das stimmt. Genau wie ich mit 20. Sie bringen mich immer wieder zum Lachen. Sie beide werden tolle Väter. Die tollsten Väter der Welt steht auf unseren Kaffeebechern. Das ist gut. Ich habe mich nämlich entschieden. Ich will euch mein Baby geben. Nein. Doch. Oh mein Gott, das hast du jetzt nicht gesagt, du Bitch. Danke, Kathy. Danke, Vegas. Danke, kaputtes Kondom. Dann dankt aber auch den doppelten Killer-Cocktails im Tropicana. Und vergessen wir nicht das Kleine da drin. Spüren Sie, wie es sich bewegt? Ich spüre, wie es wächst. Das schönste Geschenk für unser zukünftiges Kind kommt von Barry. Babys erste Bon. Und wie die Windel eures Kindes ist sie voll mit stinkendem grünen Zeug. Die Pizza ist auf dem Weg. Wer will denn bis dahin ein kühles Bier? Wer nicht? Oh, wer denn nicht? Danke. Walden, du wirst ein hervorragender Vater werden. Und Alan, du hast Jake schon erzogen. Du musst nur das Gegenteil machen. Ich verstehe immer noch nicht, wie es möglich ist, dass 2 Männer ein Baby bekommen. In was für einer Zeit leben wir denn? Wissenschaft, oder? Larry, wir kriegen nicht selbst ein Baby, wir adoptieren eins. Ah, du bist sterilisiert worden. Wenn Alan schwanger wird, dann weißt du ja, dass er dich betrogen hat. Und ihr seid wirklich verheiratet? Yep. Ja, verrückt, nicht? Nein, wisst ihr, was verrückt ist? Du hast nicht einmal versucht, mich anzumachen, Walden. Immerhin haben wir Tag für Tag zusammengearbeitet und du hast mir nicht mal einen verlockenden Blick zugeworfen oder gesagt, gut siehst du heute aus, Barry. Hast du etwa abgenommen? Die Cargo-Shorts schmeicheln deinen Waden, Barry. Nein, Mann, wir haben geheiratet, weil ich nur so ein Baby adoptieren kann. Dass wir ein Paar sind, heucheln wir nur. Ungefähr so wie du und deine Freundin in Kanada. Okay, Olivia gibt's wirklich. Ich meine, sie hat mir Nacktfotos geschickt, seht selbst. Das ist Jennifer Lawrence. Das hört sie von jedem. In ein paar Tagen bin ich Vater. Dann übernehme ich die volle Verantwortung für das finanzielle und emotionale Wohlergehen eines Menschen, der vollkommen unfähig ist, für sich selbst zu sorgen. Danke, dass du mein Testbaby bist. Ich drücke euch die Daumen, damit es ein Junge wird. Wieso? Reine Mathematik. Bei einem Jungen sorgt man sich um einen Penis. Bei einem Mädchen sorgt man sich um alle. Ihr werdet's lieben, egal was kommt. Vater werden ist das Beste auf der ganzen Welt. Wie alt sind deine Kinder? Oh, mein Sohn ist 15 und meine heimliche Tochter wird 11 dieses Jahr. Deine heimliche Tochter? Ja, sie sieht fast aus wie meine heimliche Frau.
Ach, Kinder sind fantastisch. Allein, dass viele wissen, dass wir diesen winzigen Kreaturen beibringen, weil wir ihren Verstand formen wollen, damit sie wissen, wie sie Mädchen ansprechen und wie man für einen Freund da ist, wenn er es nötig hat. Und du kannst ihnen beibringen, wie du es schaffst, immer auf dem Klo zu sein, wenn der Kellner mit der Rechnung kommt. Der pure Instinkt. Kann man nicht lernen. Ich kann mich an vieles, was meinen Vater betrifft, erinnern. Wie er mal mein Tamagotchi in den Müllschlucker geworfen hat. Wie er mein Abschlussballdate anmachen wollte. Wie er meine Mom verlassen und mein Abschlussballdate geheiratet hat. Jungs, das Krankenhaus ist dran. Oh, ich bin nicht da, wenn es ein Patient von mir ist. Wenn ich euer Kinderarzt bin, würde ich das niemals sagen. Das sagt man den Leuten. Kathy hat wehen. Oh. Wir müssen los. Oh. Ich rufe ein Taxi. Ich schnapp mir den Kindersitz. Ich schnapp mir die Windeltasche. Oh Gott, der Pizzabote. Hey, Alan, kannst du mal die Pizza annehmen? Bin auf dem Klo. Wie kriegt der das immer hin? Hey, Jungs, ich find's super, dass ihr mitgekommen seid, aber ihr müsst nicht warten. Machst du Witze? Wir wollen bei dir sein. Wir holen das Kind gemeinsam aus dem Brunnen. Hast du noch nie von dem Sprichwort gehört? Hey, Jungs, ich glaube, ich habe mich zu sehr zugedröhnt. Kann mich jemand ins Krankenhaus fahren? Wir sind schon im Krankenhaus. Oh, wie machst du das? Ich frag mich, warum wir gar nichts hören. Dass Kathy in den Kreissaal gebracht wurde, ist doch schon eine Stunde her. Manchmal will ein Baby einfach nicht rauskommen. Versetzt euch mal in seine Lage. Man schwimmt 9 Monate im schönsten Wasserbett der Welt. Dann macht jemand eine Falltür auf. Das Wasser fließt ab. Jemand zerrt dich mit einem Salatbesteck aus deiner Höhle. Und dann bekommst du von einem Wildfremden den Hintern versohlt. Sowas ist mir mal in Tijuana passiert. Oh, seht mal, wie süß das Kleine ist. Oh. Ja, und sie hat auch einen hübschen Hintern. Wo guckst du denn hin? Auf die geile Schwester. Wo guckt ihr denn hin? Auf das Baby. Oh, ihr seid auch krank. Habt ihr denn schon einen Namen für das Baby? Nein, noch nicht. Das ist eine Riesenverantwortung. Ich will ihm keinen Namen geben, mit dem es von anderen verspottet wird. Man kann mit jedem Namen seinen Spott treiben. Ist doch nicht wahr. Ach nein, wie geht's deinem Teich, Walden? Intellektueller Spott, aber gehässig. Ich war Larry der Plärri auf der Highschool. Na sowas, ich war Barry der Plärri. Jemand hatte den gehässigen Einfall, die Buchstaben von Alan zu verdrehen. Und von da an war ich Anal Harper. Mein Name ist Herb. Den Spitznamen haben sie übersprungen und mich gleich ins Klo getunkt. Es gibt sicher viele Namen, über die Kinder witzeln können. Mr. und Mr. Harper Schmidt? Keine Sorge, das war kein Spott. Das waren nur die Nachnamen der 2 schwulen Väter. Und wie geht's, Kathy? Es geht ihr hervorragend und ihrem neugeborenen Jungen geht's ebenfalls gut. Oh mein Gott, wir haben einen Jungen! Ich habe einen 2. Versuch für Jake! Und ich muss mich nur wegen einem Penis sorgen! Und ich habe gern Frauenunterwäsche an! Was? Ich dachte, wir beichten uns was. Da ist er. Oh. Er hat deine Nase und Alans Augen. Warte, Larry, ich hab dir doch vorhin gesagt, dass... Danke, Larry. Sieh ihn an, der ist ja entzückend. Ich kann mir keinen schöneren Anblick vorstellen. Genau, finde ich auch. Aber wie viel schöner wäre es erst, wenn die beiden Schwestern jetzt rumknutschen würden? Ja. Hey, wie geht's? Super. Erledigt. Wund. Seht euch den kleinen Kerl an. Darf ich ihn mal nehmen? Ja, bitte. Wow. So was Süßes gibt's gar nicht. Oh, hey. High five. Dann nebeneinander mal. Willkommen auf der Welt, mein Kleiner. Wir werden uns köstlich amüsieren. Wir gehen zusammen auf den Fußballplatz, gehen zusammen ins Schwimmbad und machen mädchenhafte Kerle an. Bitte lächeln. Na, kommt. Oh, ja. Okay. Oh, sieh dir das Foto an. Die beiden hübschesten Männer der Welt. Und beide gehören mir. Oh, was willst du denn? Vielleicht will er zu seiner Mama. Na, von mir aus, komm. Er hat womöglich Hunger.
Oh, natürlich. Oh, klar, natürlich. Hier. Er fehlt mir schon jetzt. Ja. Ja, es ist schwer, den Burschen loszulassen. Sogar vollkommen unmöglich. Oh. Tut mir schrecklich leid. Was war denn eben? Habe ich was verpasst? Sie behält das Baby. Aber das Jurastudium, der Fünfjahresplan... Nachdem ich den Kleinen erst mal gesehen hatte, habe ich es mir anders überlegt. Ich meine, davor habe ich mir ein Leben mit ihm nicht vorstellen können. Jetzt kann ich es mir nicht mehr ohne ihn vorstellen. Aber er wird ein guter Vater. Alan. Nein, bitte, er liebt ihn. Okay, gehen wir es einfach praktisch an. Wie viel für das Kind? Ich hab $32 dabei. Naja, 3 brauche ich fürs Mittagessen, aber der Rest ist für dich. Glaub mir, ich fühle mich furchtbar. Du fühlst dich furchtbar? Wir müssen mit einem leeren Kindersitz wieder nach Hause fahren. Und weißt du, was uns dort erwartet? Ein leeres Kinderzimmer, eine leere Wiege, ein leeres... Wie heißt nochmal das schwedische Ding, das man wie einen Beutel mit sich rumträgt, mit dem Baby drin, wie ein Känguru? Ja. Ein leeres Björn. Ein leeres, blaues Babybjörn. Das zu sagen ist schon schwer, aber noch schwerer der Anblick. Alan, hör auf. Schon okay. Ich würde ihn auch niemals hergeben. Deshalb kein Vorwurf. Wirklich? Ist doch klar, du bist seine Mom. Ich habe euch so viele Umstände gemacht. Entschuldigung. Du musst dich nicht entschuldigen. Er hat Glück. Ihr beide habt ein Riesenglück. Dieser Mann ist ein Heiliger. Ein verdammter Heiliger. Sag leb wohl, Ringo. Wie wär's mit Stinko? Alan. Überlebst du's? Ja. Kann ich noch mal das Foto sehen? Oh, tu dir das bitte nicht schon wieder an. Komm schon, bitte. Nur noch einmal. Okay. Hier. Sieh nur. Er ist perfekt. Tut mir leid, dass der Plan nicht aufgegangen ist. Er schuldet mir noch ein High Five. Keine Sorge. Wir finden ein Kind. Ich weiß. Und bis dahin bist du doch mein Mann. Ja, genau das bin ich. Warum hat Kathy nicht dich nehmen und mir das Baby geben können?